Ja, willkommen beim neuen Blog hier aus München. Gestern 38 Grad. Ich denke mal, Nordzypern ist es ähnlich, also kaum ein Unterschied. Allerdings habe ich kein Meer vor der Haustüre, also bin ich doch etwas schlechter dran als wie ihr. Um was geht's jetzt bei dem neuen Blog? Es geht um die Rolle der Immobilienkommission, die in Lefkoşa, Nikosia eingerichtet worden ist, im Nordteil der Insel, um ungeklärte Grundstücksstreitigkeiten endgültig rechtswirksam zu klären und für beide Seiten ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Dazu muss ich ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Warum ist es überhaupt von Relevanz, diese Kommission einzurichten, oder was war der Hintergrund? 2004 ist Zypern der EU beigetreten und dadurch entstand für die Anspruchsteller plötzlich die Möglichkeit, EU-weit gegen neue Eigentümer aus der EU vorzugehen, in rechtlicher Weise, um Schadenersatz zu bekommen. Und die Folge davon war, dass diese Immobilienkommission eingerichtet worden ist, wenig Jahre später, und ihren Betrieb aufgenommen hat, um diese Streitigkeiten möglichst vorher schon abzufedern. Zu dieser Zeit war es aber so, dass die griechisch-zyprioten diese Kommission nicht anerkannt haben, weil sie die Kommission als illegal angesehen haben, weil aus ihrer Sicht die Aggressoren, die im Nordteil der Zypern einmarschiert sind, selbst richten, ob ein Anspruch geltend gemacht werden kann oder nicht. Daraus entstanden zwei entscheidende Fragen. Die eine Frage ist: Kann ein griechisch-zypriot aus der EU einen neuen Eigentümer in der EU verklagen, aufgrund der Ereignisse, die 1974 eingetreten sind, durch den aus der Sicht der griechisch-zyprioten illegalen Landerwerb, und kann er hier eine Schadensersatzleistung beanspruchen, indem er den neuen Eigentümer in der EU verklagt? Ist dieser Anspruch rechtens, ja oder nein? Und die zweite Frage, die sich daraus gestellt hat, ist die eingerichtete Immobilienkommission, die in Nordzypern 2006 eingerichtet worden ist, um Grundstücksstreitigkeiten zu regeln und entsprechende Zertifikationszahlungen auszukehren, ist das ein legales Instrument von Nordzypern, oder kann man davon ausgehen, dass diese Entscheidungen, die dort gefällt werden, nicht rechtens sind? Und auf das möchte ich hier eingehen, da es für alle relevant ist, die in Nordzypern Eigentum erwerben. Dazu gab es beim Europäischen Gerichtshof zwei aufsehenerregende Urteile in ähnlicher Sache. Im ersten Gerichtsverfahren war zu entscheiden, ob ein Bezirksgericht in Nikosia, südliche Seite, darüber entscheiden kann, über Eigentumsverhältnisse, die sich letztendlich auf ein Grundstück im Norden beziehen, obwohl der Norden faktisch nicht zur EU gehört. Und ob dieses Gericht letztendlich rechtswirksam dafür zuständig und geeignet ist, hier Recht zu sprechen. Darum ging es im ersten Fall, und im zweiten Fall ging es darum, ob die Immobilienkommission, die bereits im Jahr 2006 gegründet worden ist auf Nordzypern, ob die ein legales Instrument ist, auf Nordzypern über strittige Fälle im Grundstücksrecht zwischen südlich und nördlichen Eigentümern Recht zu sprechen und entsprechende Entschädigungszahlungen auszukehren oder Forderungen abzulehnen. Darauf möchte ich hier eben mal genauer eingehen. Es ist ganz interessant, was damals die Hintergründe waren, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich möchte erstmal auf das erste Gerichtsverfahren eingehen, um den Rechtsstreit zwischen dem griechischen Zyprioten Apostolides gegen das Ehepaar Orems aus Großbritannien. Nach dem EU-Beitritt von Zypern ist der vormalige Eigentümer Apostolides in den Norden gereist und wollte nachsehen, was eigentlich aus seinem Grundstück geworden ist. Besuch hat er festgestellt, dass der türkische Besitzer das Grundstück verkauft hatte an ein britisches Ehepaar, und dieses britische Ehepaar
hat auf dem Grundstück inzwischen ein Swimmingpool gebaut, hat einen Zaun gebaut, hat ein Haus hingestellt, insgesamt über 200.000 Pfund ausgegeben als Ferienimmobilie, als Investor sozusagen. Der griechische Zypriot war damit nicht einverstanden, dass hier auf seinem ehemaligen Grundstück gebaut wird, und wollte den Rückbau bzw. die Wiederherstellung im Originalzustand plus Schadenersatz beim Bezirksgericht in Nikosia anschließend einklagen. Das griechische Gericht, griechisch-zypriotische Gericht in Nikosia auf dem Südteil, war damals zuständig für diesen Fall, weil der Kläger im Süden der Insel gewohnt hat und hat entschieden in der ersten Instanz, dass dem Klagevertreter Recht gegeben wird. Das heißt, dass das britische Ehepaar das Haus abreißen muss und zurückgeben muss. Zurückgeben in dem Fall nicht möglich, also den ursprünglichen Zustand wiederherstellen und auch in einer überschaubaren Weise auch Schadenersatz zu leisten hatte. Das Ehepaar Orams hat natürlich dagegen Widerspruch eingelegt und ich möchte das abkürzen. Letztendlich ist es vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet und die haben im Jahr 2009 und da ging es darum, wie jetzt hier zu verfahren ist. Der Europäische Gerichtshof war also aufgerufen zu entscheiden darüber, ob ein EU-Mitgliedsland, in dem Fall Zypern, Südseite, berechtigt ist, über Besitzverhältnisse zu entscheiden, die auch den Nordteil betreffen und davon ausgegangen werden kann, dass diese Entscheidungen im Nordteil gar nicht vollstreckt werden oder umsetzbar sind. Das Gericht hat am 28. April 2009 entschieden, dass diese Entscheidungen, die das Bezirksgericht in Nikosia gefällt hat, rechtliche Bindung haben. Nachdem das Ehepaar Orams in Großbritannien gewohnt hat und damals Großbritannien in der EU war, konnte also in der Folge ein weiteres Gericht in Großbritannien das Ehepaar Orams verpflichten, tatsächlich diesen Gerichtsentscheid zu akzeptieren und Schadenersatz im Folge eines drohenden Vermögensarrestes zu leisten. Das Ehepaar hat auch noch versucht, hier Rechtsbeschwerde einzulegen in Großbritannien, dass dieses Urteil diese Auswirkungen hat. Es ist ihm aber nicht gelungen. Die Rechtsbeschwerde wurde abgelehnt. Das kann sich natürlich jeder vorstellen. Damals war ja Großbritannien noch in der EU. Um was es hier tatsächlich gegangen ist. Es ging darum, dass eine Ferienimmobilie auf Nordzypern plötzlich null und nichtig ist und obwohl sie über 200.000 Pfund investiert hatten, das Ganze wieder zurückgeben mussten. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, oh Gott, das kann ja jederzeit immer noch passieren. Das ist Gott sei Dank nicht so. Ja, warum ist das nicht so? Dazu kommen wir jetzt zum zweiten Urteil, zum zweiten Gerichtsverfahren in der Sache Demopolis gegen Türkei, das ebenfalls vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt worden ist. Und hier ging es nämlich darum, dass ein griechischer Zypriot den Staat verklagt hat, weil er der Meinung war, dass die eingerichtete Immobilienkommission, die 2006 bereits ihre Arbeit aufgenommen hatte, nicht ein legales Instrument ist, über Gebietsentscheidungen auf Nordzypern zu entscheiden. Zum Hintergrund noch einmal, während das Gerichtsverfahren von Orams gegen Apostolidis gelaufen ist, war die Immobilienkommission bereits zwar tätig, hatte aber noch keine so großen Zuspruch und keine so große Aufmerksamkeit wie nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Hier hat ein Kläger gegen die Türkei geklagt und zwar mit dem Ziel, dass die Immobilienkommission, die Schiedskommission, die auf Lefkoşa eingerichtet worden ist, kein legales Instrument ist und nicht Recht sprechen kann auf einem Gebiet, was sowieso illegal besetzt ist. Sozusagen, dass die Besetzer darüber Recht sprechen, ob
Eigentumsansprüche geltend gemacht werden können oder nicht. Auch dieser Fall landete vor dem Europäischen Gerichtshof und hier wurde dann am 5. März 2010 rechtswirksam entschieden, dass die Immobilienkommission, die auf Nordzypern eingerichtet worden ist, tatsächlich ein legales Instrument ist, wenn es um Klagen geht, um ehemalige Gebietsansprüche in Nordzypern. Das ist natürlich schon ein entscheidendes Urteil, genauso wie das andere ziemlich entscheidend war. Ist es jetzt so, dass der Europäische Gerichtshof, soweit die Klagen direkt dorthin gestellt werden, dieses Verfahren sofort wieder zurückverweist auf die Immobilienkommission, weil der Europäische Gerichtshof der Meinung war, dass dies ein legales Instrument ist. Die Kommission ist auch ziemlich paritätisch besetzt. Es sind nicht nur türkische Zyprioten hier drin, sondern auch andere Nationalitäten. Und der Europäische Gerichtshof war der Meinung, dass es keine Hinweise gibt, dass diese Kommission hier bewusst falsch entscheiden würde, sondern im Gegenteil ein legales Instrument ist. Was hat das nun für Folgen? Das eine Urteil wäre fatal gewesen, solange man eine Ferienimmobilie besitzt auf Nordzypern, dass man dann doch, solange man sich in der EU mit Hauptwohnsitz befindet, doch noch verklagt werden kann, insofern, dass in das Vermögen hineingepfändet wird, um diese Zertifikation zu erreichen, die ein möglicher griechischer Zypriot angestrengt hat. Das hat aber durch das zweite Urteil keine Relevanz mehr, weil der Europäische Gerichtshof die Immobilienkommission als legales Instrument für Streitigkeiten erachtet hat und alle Fälle dorthin verweist. Und der Unterschied ist zur vormaligen Geschichte, ist die türkische Republik Nordzypern steht dafür gerade und kehrt entsprechende Ansprüche an den Kläger aus, soweit diese Ansprüche nachvollziehbar und berechtigt sind. Die türkische Republik Nordzypern hat sich also bereit erklärt, die Entschädigungszahlungen direkt mit dem Kläger zu regeln und auch zu leisten, sofern der Anspruch berechtigt ist. Das heißt auch, dass hinter diesen Konstellationen ein Rechtsanspruch der Gestalt, dass der neue Eigentümer verklagt werden kann, insofern scheitert, weil der Kläger direkt von der türkischen Republik Nordzypern entschädigt wird. Der neue Eigentümer muss also keine Angst mehr haben, so wie ein Jahr zuvor in dem Fall des britischen Ehepaars, dass ihm das Eigentum wieder genommen wird. Falls er also Unterlagen beim Immobilienerwerb in den Händen bekommt, wo auf eine Einigung über das IPC Bezug genommen wird, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die Schiedskommission ist genau für diese strittigen Fälle eingerichtet worden und deshalb sind diese Entscheidungen bindend, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das genauso entschieden hat. Der Fairness halber muss aber hier doch erwähnt werden, dass dieses Urteil vom 5. März 2010 am 12. Mai 2014 noch einmal in einigen Punkten vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt worden ist. Das betrifft zwar nicht den Inhalt an und für sich zur IPC, das wurde nicht geändert oder angezweifelt, sondern insgesamt wurde klargestellt, dass die Ereignisse in der türkischen Republik Nordzypern beziehungsweise in dem Gebiet, was zuvor seit 1974 von der türkischen Armee besetzt worden ist, Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben und alle Ereignisse, die danach gekommen sind, auch Rechtsverletzungen beinhaltet haben. Das betreffe auch Immobilien,
Übereignungen, die vormals griechische Zyprioten als ihr Eigentum innehatten. Diesen klarstellenden Hinweis hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 12. Mai 2014 noch ergänzend zu ihrem vormaligen Urteil vom 5. März 2010 ergänzt. Zur Installation und zur Legalität der Immobilienkommission hat dies aber keine Auswirkung. Diese Institution ist legal und auch rechtswirksam eingesetzt. Das war's zum Thema Immobilienkommission. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die geschichtlichen oder die rechtlichen Hintergründe erläutern. Ich selbst mache keine Rechtsberatung. Ich zitiere nur diese Urteile, die im Netz für jedermann zugänglich sind und interessant für diejenigen sind, die in Nordzypern Eigentum erwerben möchten. Ich sage danke und ciao.